So Leute, die Leute, die jetzt schon länger auf dem Channel sind, kennen meine Besessenheit mit Modern Horizon. Auch wenn ich das Modern-Format nicht spiele, ich möchte ein einziges Mal einen Modern Horizon Booster auf diesem Channel aufmachen, das cool ist. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich habe gesagt, ich gebe es auf und ich gebe es nicht auf. Das ist so eine kleine Sucht. Ich möchte gerne ein gutes aufmachen. Naja, Blowing Elk 4×42. Immer wenn eine andere Kreatur in das Spiel, kommt, kriegt der Trumpel und Unzerstörbarkeit, bis man zu ist. Shelter, 2 Mana, eine Kreatur, kriegt Schutz zu einer Farbe eurer Wahl. Zieh eine Karte als Instant. Twin Silk Spider, 3×1/2 Reach. Wenn der ins Spielfeld kommt, kriegt man noch eine Spider. Okay. Borgand Dragonheart, 3×2/2, man kann eine andere Kreatur opfern, um dem bis zum Ende des Zuges 4/4 fliegende Eile zu geben. Das ist nicht schlecht. Spring Bloom Druid, 3×1/1, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man Land opfern. Wenn man das tut, kann man sein Deck nach 2 Standardländern durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Cave of Temptation, die kenne ich ja noch gar nicht. Tappen für ein farbloses, 1 Mana tappen, man kriegt Mana-Bliga Farbe und für 4 Mana tappen kann man die Ding opfern, um 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur zu legen. Wow. Unearth, gute Karte. Ein schwarzes Mana, Sorcery, man bringt eine Kreaturenkarte, Mana kosten 3 oder weniger als ein Friedhofzug auf das Feld. Oder man kann das Ding cyclen. I-Kid, 2×1/2 fliegend, kriegt +2/+0, solange wie man 2 oder mehr Karten in diese Runde gezogen hat. Portrait Goblin. Den habe ich neulich sogar in irgendeinem Deck gesehen. 2×2/2 mit Persist. Oh, Sculpting Sliver. 3×2/2, alle Sliver haben, 2 Mana, enttappe diese Kreatur. Oh, Goblin Matrone, nice, schöne Karte. 3×1/1, wenn sie ins Spielfeld kommen, kann man sein Deck nach einer Goblin-Karte durchsuchen, sie vorzeigen und sie in die Hand nehmen. Man mischt danach sein Deck, dass die mittlerweile modern legal ist. Temperate Sliver, 3×2/2, alle Sliver haben, immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, an einem Spieler, legen wir +1/+1 Mark auf diese Kreatur. Okay. Und unsere Rare ist ein Nether Spirit, 3×2/2, zu Beginn des Upkeeps, wenn er die einzige Karte im Friedhof ist, kann man sie getappt ins Spiel zurückbringen. Ne, einfach ungetappt. Wow, bad. Ich krieg's nicht hin. Modern Horizon ist und bleibt. Magnetic Sinkhole in voll. Immerhin etwas einigermaßen cooles. Für 6 Mana fügt man eine Kreatur oder einen Planeswalker 5 Damage zu mit Delph, aber irgendwann werde ich auch mal ein cooles Modern Horizon Booster aufmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's seht. Ciao, ciao.